Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu In Sound Mind. Es ist schon wieder Wuling hier draußen, dieses komische Vieh rennt schon wieder hier draußen rum. Und wir müssen jetzt mal gucken. Ja, du Vieh. Ja, komm. Hier. It's everywhere. Überall.
uns schon runterholen lassen. Why do I feel this? Intelligenz Vereinigte Staaten von Amerika. Planänderung. Aufgrund einer falschen Handhabung einer Lieferung müssen wir so viel wie möglich sichern und uns um Schadensbegrenzung bemühen. Ich habe einen zivilen Fahrer, der keine Minute nach Abfahrt mit der einen Unfall baute. Ich habe keinerlei Vertrauen zu diesen Dockarbeitern und den örtlichen Arbeitern, die zur Beseitigung des Zeugs angeheuert wurden. Aber der Befehl lautet jetzt, so viele wie möglich an diversen Orten in Milton einzulagern. Darunter Staatspark. Unterzeichneter? Nett. Irgendwas noch rumliegt irgendwo. Aber ich glaube, hier waren wir ja drin, ne? Nee. Ja. So, wir haben schon zwei Sicherungen. It's a fuse box. Fits perfectly. Success. Hau die jetzt einfach mal hier rein. So. Gehen wir wieder hier zurück. Oh! Nee, das habe ich ja noch nicht angemacht. Type, ey. So, hier muss ich irgendwas abschießen. Das habe ich gesehen. Machen kann irgendwie. Das stört mich ein bisschen, wenn die Spiele zu dunkel sind. Wer stellt ständig Kisten vor meine Garagenentlüftung? Ich brauche die Entlüftung, sonst ersticke ich an Farbe Gasdämpfe. Wer soll denn noch deine Boote reparieren? Hä? Denk mal drüber nach. This was something.
kommst du nicht rein. So, kann ich die Sicherung holen, um schnell wieder darüber zu jumpen und die Sicherung einzusetzen. So, da geht das Tor zu. Das ist gut, ich hab das als erstes los. Oh, ausmachen. Hey, ruhig. It's a fuse box. Oh, success. Und los. Nutze den sich bewegenden Containerkram, um Milton Dorf zu verlassen. Okay, wie auch immer das gehen soll. Arbeite dich zum Leuchtturm. Bravo! It only took you an hour to find your way past a chain link fence. That light you've been carrying around seems to be losing its brightness. Perhaps like you, it needs to be put in its place. Ich bin ein ziemlich geradliniger Mensch, ne? Ich renne nicht großartig überall rum. Müssen wir auch.
dazu! Mit Alan Shaw passiert. Warte mal. Kolumne von Jorge Avalos. Der Fall von Alan Shaw, dem Leuchtturmwärter, der verdächtigt wurde, den Brand gelegt zu haben, der Teile von Icarus Point zerstörte, bleibt weiterhin ein heißes Thema. Alan ist ein ziemlich schräger Vogel, aber dass er sein eigenes Heim in Brand setzt, ich weiß wirklich nicht, ob er zu sowas fähig wäre, sagte Frankie Nielsen, ein häufiger Gast im Icarus Point. Einer offiziellen Pressemitteilung des Milton Haven Polizeireviers versichert, dass Alan das Feuer mit einer Signalpistole auslöste und dass der Fall derzeit als fehlgeschlagener Selbstmordversuch untersucht wird. Dieser Reporter hat jedoch so seine Zweifel. Warum sollte Alan eine Signalpistole in Besitz haben? Ein Gegenstand, den man gewöhnlich eher in Schiffen auf See findet als in einem Leuchtturm. Das USS Thanatos Frachtschiff an der Unglücksstelle. Die Sache wird noch verworrener, wenn man Alans Anruf bei der Polizei kurz vor dem Unglück bedenkt. Er erwähnte Männer in Schwarz, die an der Unglücksstelle am Strand von Patmos ein- und ausgingen. Sah Alan etwas, das er nicht hätte sehen sollen? Oder ist das nur das Hirngespinst eines mental instabilen Menschen? Nur Alan Shaw kann diese Frage beantworten und er wird möglicherweise nie mehr aufwachen. März 20, 1997. Hey! Was hatte ich schon gelesen? Ich hatte einen Albtraum, in dem ich in diesem neuen Superstore war. Eine Dame, die Blut aus dem Hals quoll, warf eine Glasscherbe auf mich. Vielleicht habe ich es nicht geträumt, das ist unklar. Jedenfalls hatte ich 3 Tage nicht geschlafen. In der Highschool versteckte ich mich gern in der Dunkelkammer. Ich war nicht einmal Mitglied im Fotoclub. Das rote Licht beruhigte mich. Es war anscheinend für meinen gesunden. The door is all chained. It's no use. Es ist 14.49 Uhr und ich bin am Icarus Point. Ich schaue auf das weite Meer hinaus und bin traurig. Ich weiß nicht warum, die Traurigkeit fand Einlass in meine Brust. Sie zog mit Hab und Gut ein und hat sich dort breit gemacht. Bist du. Der Doc sagte, ich sollte es rauslassen, wenn mir danach ist, mich zu äußern, aber mir tut der Hals weh und ehrlich gesagt will ich nur sagen, dass ich traurig bin. Ich sage es, ohne zu wissen, für wen. Ich sage es dem Meer, ich bin traurig. So, mach damit, was immer du willst. Bojenschlüssel. Okay. The door is all nothing. Ich gucke jetzt gerade mal im Dunkeln ein bisschen. Oh.
I need more of this. Ja, hab ich aber gerade nicht. Verwende Licht, um den Schatten zu bekämpfen. Mehr davon, ne? Ich bin voll. Piepst denn hier dauernd? Nothing. Ja, das weiß ich. Weiß es nicht genau. Irgendwo noch mehr Schlüssel sein. Mit dem Gameboy noch zu tun haben. The door is all chained up. It fits. Got it. Jetzt die Uhr. Alles klar, ich hab's gesehen. Warte mal, dahinter kommt. Hat gespeichert. You fool. You think you can replace Alan's broken personality with a new one? Simply change it like a light bulb. Go ahead. I can't wait to see it break in your hands. Okay. Aber ihr Lieben, ich werde jetzt an dieser Stelle erstmal Schluss machen. Ich hoffe, das speichert dann auch richtig und nicht wieder hier irgendwo. Ich könnte ja mal kurz, warte mal, wir gucken mal, Spiel laden. Nein, es hat gerade eben gespeichert. Gut, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge von Mit Sound Mind. Bis dahin. Ciao.